Das ist jetzt in dieser Reihe unsere sechste Sendung. Ich freue mich sehr über unsere Gäste, die ich dafür gewinnen konnte. Selbstverständlich aus der Kinderschutzbund-Familie. Ich freue mich sehr über Nicola Ingo Leuschner. Er arbeitet seit 2008 beim Lübecker Kinderschutzbund. Ich habe hier einen Spickzettel, da kann ich das lesen. Übrigens Sie alle auch. In der Einladung steht es nämlich drin. Er leitete dort ein Jahr lang die offene Ganztagsschule. Und dann die pädagogische Leitung für das Kinderhaus Blauer Elefant. Das ist eine Einrichtung vom Kinderschutzbund, das wir in mehreren Städten haben, unter anderem in Lübeck. Und ich freue mich sehr, dass er inzwischen für den Kinderschutzbund direkt arbeitet. Ich nehme mal an, auch in einem der Büros vom BKSB sitzt im Moment. Und dort sitzt er nicht alleine, sondern an seiner Seite ist Sonja Lieper. Sie begleitet seit 11 Jahren in ihrer Funktion als Fachreferentin in der Hansestadt Lübeck die Entwicklung im Rahmen der Ganztagsschule. Und mittlerweile ist Stadt Lübeck auch einer der Vorbildstädter mit 61% der Grundschüler, die nachmittags dort betreut werden. Für alle, die noch nie in Lübeck waren, in Zeiten von Tourismus im Lande, es lohnt sich auf jeden Fall eine wunderschöne Stadt. Mit dem Lübecker Tor und für Marzipanliebhaber und Liebhaberinnen sowieso ein Muss, dort mal vorbeizugehen. Unsere Gäste bekommen gerade den Hinweis über den Chat. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle da sind. Wir möchten Sie auch dazu animieren, Fragen zu stellen, mit uns zu diskutieren, Anmerkungen zu machen. Das machen Sie aber nicht mündlich, sondern am besten über unser Chat direkt. Sie können hier, wenn Sie versenden, auf alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer hinstellen, können Sie alle Fragen stellen. Ich sehe sie. Ich werde dann diese Fragen vorlesen und unsere Referenten und Referenten direkt vortragen, mit in die Diskussion mit einbeziehen. Das liegt daran, dass wir auch für Sie zur Information zeitgleich eine Aufnahme von diesem Kinderrechte-Salon machen, weil die Idee ist, dass irgendwann mal das nicht nur für Sie, sondern für alle anderen Interessierten auch zugänglich gemacht wird. Das heißt, im Nachhinein wird diese Sendung dann auch über Facebook nochmal übermittelt und auch auf der Homepage vom Kinderschutzbund ist es nochmal da zum Nachsehen für alle, die jetzt im Moment keine Zeit haben, aber Interesse an dem Thema haben und vielleicht im Nachhinein mit reinhören möchten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute schon mal reingekommen sind. Und ich fange auch gleich damit an. Viele von Ihnen wissen ja, auch ich habe ja inzwischen nur noch ein Schulkind. Bis vor kurzem hatte ich noch zwei Schulkinder, aber das eine Kind hat sich jetzt in die Universität verabschiedet. Aber ich habe immer noch ein Schulkind. Schulbeginn ist dies Jahr tatsächlich eine aufregende Zeit für uns alle. Also nicht nur für die Kinder übrigens, sondern auch für die Eltern, weil wir wissen nicht so richtig, wie lange hält das, wie ist denn das mit den Masken, können die Kinder regulär eingeschult werden, was machen sie im Klassenzimmer, wie läuft es? Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Antworten, aber ich glaube, es ist auch bei den meisten Eltern, bei mir zumindest, mein großes Aufatmen, weil unseren Kindern hat eins gefehlt in dieser Zeit, nämlich ihre Freundinnen und Freunde. Von meiner 12-jährigen Tochter kann ich sehr, sehr viel anbieten, aber die 12-jährige Freundin kann ich leider nicht oder Gott sei Dank nicht ersetzen und Kinder brauchen Kinder. So gesehen sind wir einerseits ganz, ganz froh, dass die Schulen aufmachen, mit oder mit Maske meistens. Gleichzeitig fragt aber, es stellt natürlich so ein bisschen über uns schwebt ein Fragezeichen, wie lange hält es? Bevor wir zu dem Thema der Ganztagsschule kommen und ich zwei Experten hier habe, will ich gleich mal mit der Frage stellen. Viele Eltern bewegt die Frage, klappt das? Ist das okay mit diesen Maskenregelungen, die offensichtlich irgendwie überall anders ausfallen, aber die meisten einigen sich ja darauf, auf dem Schulweg, im Schulhaus, im Pausenhof, wenn man das Klassenzimmer verlässt, sobald man sitzt, darf man die Maske abnehmen. Wie gehen unsere Kinder damit um? Wie finden Sie das? Ist das ein Weg, der uns jetzt im kommenden Jahr begleiten wird und klappen wird? Was meinen Sie? Herr Leuschner? Also ich denke, das geht uns allen gleichermaßen. Vor allem, wir hätten es ja keiner vorstellen können, dass man mal generell auf offener Straße mit einer Maske rumläuft. Und heute ist es ein Stück weit Normalität geworden. Und das beobachten wir auch ein bisschen bei den Kindern. Das ist bei uns hier in den Lübecker Schulen genauso, wie Sie das gerade skizziert haben. Wir haben die Klassenkohorte, die Jahrgangskohorte, in denen die Kinder betreut werden bei uns. Das heißt, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse und so weiter, bleiben in einem Jahrgang in der Betreuung zusammen.
Und wenn Sie mal, sag ich mal, über den Flur in die Sanitärräume wollen oder zum Pausenhof, dann müssen Sie halt eine Maske anziehen. Und da haben Sie sich sehr gut eingegroovt. Wir hatten in der Corona-Pause die Zeit, das hat der Landesverband Schleswig-Holstein auch ganz gut initiiert, die Möglichkeit einer riesen Spendenaktion, wo wir dann Masken genäht haben. Das haben wir beim Lüdecker-Ortsverband gemacht, das haben landesweit viele Ehrenamtler gemacht und konnten somit alle unsere Kinder in einem Kindertagesstätten, in einem offenen Ganztagsschulen mit Alltagsmasken versorgen. Und von daher sind wir da gut gerüstet auch gewesen, haben noch einige in Reserve, also das hat sehr gut geklappt. Wobei, wir merken, so eine Maske hält nicht ewig, wir brauchen Nachschub, aber das ist wahrscheinlich allen Ortens zu erkennen. Vielleicht sollten wir in den Schulen Handarbeitunterricht wieder einführen und Masken nähen für Jungs und Mädchen. Ja. Hoffen wir, dass es dann doch nicht so lange dauert mit der Maskenpflicht, aber ja. Okay, das ist die Hoffnung. Das heißt, Sie meinen, das klappt eigentlich ganz gut mit den Kindern? Genau, das würde ich bestätigen. Ich habe da über alle Schulen in Lübeck und ich würde eigentlich bestätigen, dass sich die Kinder daran gewöhnt haben, dass es zum Alltag gehört und wir tatsächlich erwarten müssen, wie lange wird es dauern. Also müssen die Masken auch getragen werden, aber dadurch, dass wir in die Kohorten, so heißt es ja so schön jetzt in den Jahrgängen eigentlich, die Masken nicht tragen müssen, gibt es ja auch genug Nischen, wo Freiräume da sind. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass es gab ja eine Umfrage vom Kinderschutzbund Thüringen, die haben die Kinder mitten in der Corona-Zeit gefragt, wie geht's euch eigentlich, was fehlt euch am meisten? Dann kamen Postwenden zurück, die Verwandten, die Freunde. Und was gefällt euch am besten in dieser Zeit, war die Zeit mit Familie, wurde als etwas Kostbares von vielen trotz allem empfunden. Und das selbstständige Lernen, Einteilen der eigenen Lerngeschwindigkeit. Das fand ich eine ziemlich spannende Beobachtung, weil das haben viele, viele Kinder als Antwort gegeben, dass sie das eigentlich als einen Gewinn fanden, mehr Zeit zu haben zum Lernen durch den Tag. Mehr Zeit, das ist natürlich auch eine Idee von der Ganztagsschule. Jetzt ist Ganztagsschule ein ganz aktuelles Thema. Es gibt eine Arbeitsgruppe innerhalb der Bundesregierung. Es sollen 2 Milliarden dafür ausgegeben werden, dass Ganztagsschulen deutschlandweit eingeführt werden. Aber ich habe den Eindruck, dass jeder unter dem Thema Ganztagsschule was ganz anderes versteht. Es gibt so viele verschiedene Formen von Ganztagsschule. Worüber reden Sie, wenn Sie über eine Ganztagsschule reden? Also ich glaube, in Lübeck und in Schleswig-Holstein reden wir zumeist über den offenen Ganztag. Und das war vor, ich sag mal, 10 Jahren noch ein viel weiteres Feld an nachmittaglichen Betreuungsmöglichkeiten, wie wir das heute haben. Also schrumpft immer weiter zusammen. Ich fasse das mal zusammen. Wir hatten früher die betreute Grundschule, wir hatten die offene Ganztagsschule und wir hatten den Hort. Den es ja immer noch in Teilen, aber nur noch in geringen Teilen hier in Lübeck gibt. Dann kommen noch Tagesgruppen und andere nachmittagliche Betreuungsmöglichkeiten hinzu. Mittlerweile hat sich das eigentlich zum offenen Ganztag, da hat sich hin fokussiert. Und offener Ganztag heißt im Gegensatz zum gebundenen Ganztag, dass Kinder freiwillig an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen können. Das allerdings verbunden mit einem Entgelt. Das finde ich noch ein großes Thema, wenn man so sich die beiden Modelle anguckt, die sicherlich für sich jeweils einen Charme haben, aber Beitragsfreiheit haben sie in der gebundenen und in der offenen Version nicht. Ich sage mal, so ein klassischer Tagesablauf ist ähnlich im Hort, den mehr Leute kennen in aller Regel. Ich muss ganz kurz mal dazwischen gehen. Es gibt die Bitte, dass Sie ein bisschen näher an Mikrofon rangehen. Ja, habe ich mir gedacht. Damit alle Sie auch besser verstehen. Ja, okay. Dankeschön, das ist schon viel besser. Vielleicht ganz kurz zum Tagesablauf. Der Tagesablauf im offenen Ganztag sieht so aus, dass die Kinder zuerst Mittagessen, Hausaufgaben und dann Freispiel. Das ist auch nochmal ein Unterschied, also das ist sehr rhythmisiert. Das ist nochmal der Unterschied vielleicht zum gebundenen Ganztag. Da kann man viele Angebote auch in den Vormittagsbereich legen und umgekehrt Unterrichtsangebote in den Nachmittagsbereich legen. Das kann der offene Ganztag nicht zum Beispiel. Mhm.
Genau, und würde ich vielleicht auch nochmal sagen, also ja. Der Richtlinie her ist es so, dass Ganztagsschule heißt an Minimum 3 Tagen und dann vom Vormittag bis zum Nachmittag über 7 Stunden müssen Angebote sein. Also wir sprechen von offener Ganztagsschule nicht per se von einem verlässlichen Betreuungsangebot. Wobei wir jetzt in Lübeck, weil wir eben daher kommen, ne, Betreuungsangebote auch am Nachmittag zu sehen, eigentlich Ganztagsschule heißt es Betreuung von morgens bis abends, also bis nachmittags und zu einem festen, im Rahmen eines festen Zeitraums. Mhm. Das heißt, die Definition ist aber eigentlich anders. Die Definition sagt 3 Tage und über einen gewissen Zeitraum. Okay, das heißt, ich fasse jetzt zusammen, es gibt diese 3 Formen, die rhythmisiert ist, die gebundene Ganztagsschule, das ist dann Unterricht verteilt über den Tag, die offene Ganztagsschule, das ist dann Schule, Mittagessen plus Nachmittagsbetreuung und die dritte Version wäre dann gar keine Ganztagsschule mehr, das ist die Schule plus Hort, wie wir sie vielerorts ja auch haben. Angedockt an Kita, genau. Angedockt an Kita. Ja. Wobei das Besondere an der Ganztagsschule ist, dass sozusagen selbst bei der offenen Ganztagsschule alles an einem Ort ist, im Schulgebäude, richtig? Ja. Warum haben Sie sich für die offene Ganztagsschule in Lübeck entschieden und nicht für die gebundene? Das hat Hintergründe, dass eben das System der gebundenen Ganztagsschule nicht überall flächendeckend durch das Land eingeführt wird, weil da stecken auch andere Lehrerstunden dahinter, sondern es wurde eher das System der offenen Ganztagsschule ausgebaut. Mhm. Ich habe Zahlen rausgesucht, wie die Ganztagsschule deutschlandweit verteilt ist. Ich sehe gerade, wir haben ja auch einen Gast aus Baden-Württemberg, deshalb fange ich damit an. Wir haben auch die schlechtesten Zahlen. Laut während der Betreuungsquote bundesweit liegen wir 2019, das sind die Zahlen von 2019, bei 48%, in Baden-Württemberg bei 20%. Am besten schneidet Hamburg ab mit 90%. Dazwischen haben wir tatsächlich ein Ost-West, also der Osten hat mehr Angebote als der Westen, der Norden mehr als der Süden. Wenn man das in Himmelsrichtungen einteilt, Bayern liegt immerhin bei 42%. Ich selber komme ja aus Bayern, ich hätte das viel niedriger eingeschätzt. Und ich suche jetzt mal ein Vorbildland, Saarland zum Beispiel, innerhalb der westlichen Bundesländer mit 56%. Sie haben 61%. Das ist eine sehr hohe Anzahl. Wie ist das gekommen? Wen haben Sie davon überzeugt, dass Sie so fortschrittlich sind? Ich denke, die Eltern. Das ist der Bedarf der Eltern und im Rahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist der Haupthintergrund dafür, dass die Schulkindbetreuung oder offene Ganztagsschule, wie man es auch nennen mag, das Modell, das ist so weit ausgebaut ist. Und die Eltern haben sich, ich kann mir nur für Lübeck sprechen, die haben sich hauptsächlich dafür entschieden, das Kind ist vormittags in der Schule und dann möchte ich auch gerne, dass es nachmittags an der Schule betreut wird. Und das ist, glaube ich, so der Hauptgesichtspunkt, warum sich das so ausgebaut hat in den vergangenen Jahren, weil es einfach damit zusammenhängt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie herzustellen. Mhm. Sie haben die Zahlen ja gerade schon ein bisschen skizziert, die bundesweiten Zahlen. Spannend ist es auch nochmal zu gucken, wie hat sich das an den letzten Jahrzehnten eigentlich verändert. Wir hatten 2002 deutschlandweit ungefähr 10 Kinder in der Schulkindbetreuung, also inklusive Hort und allem, was da so auf dem Markt ist. Mittlerweile haben sie durchschnittlich bis 50, also bundesweit durchschnittlich an die 50%, mit großen Unterschieden zwischen den Ländern. Also es zeigt einfach, dass wir einen enormen wachsenden Bedarf haben. Wir hatten ja ab 2013 den Rechtsanspruch auf eine Krippenbetreuung. Das heißt, da wurde dieser Schwerpunkt Vereinbarkeit von Familie und Beruf eher schon fokussiert. Jetzt ist man in den ersten 6 Jahren also gut aufgestellt, aber das geht ja weiter. Also Wir glauben auch, dass eigentlich der Bedarf, gerade im Grundschulalter, wenn wir jetzt über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen, dann nochmal viel mehr nach oben gehen müsste, weil ja spätestens dann viele Mütter sagen, okay, wenn ich jetzt noch arbeiten bin, würde ich gerne wieder anfangen oder ich würde meine Stunden sogar gerne ausweiten. Also da wird in den nächsten Jahren
wird noch ein enormer Wachstum passieren. Ich habe gerade vor kurzem gelesen, dass DJT prognostiziert bis 2025 820.000 zusätzliche Plätze, die geschaffen werden müssen. Also es geht enorm nach oben. Das ist tatsächlich eine stolze Zahl. Und das ist nicht ganz einfach zu bewältigen. Also wir wissen ja aus dem Ausbau der Kindertagesbetreuung, sei es Kindergarten, Kinderkrippen, dass es immer, immer ein Akt ist, das auch von jetzt auf sofort hochzubauen. Jetzt haben wir aber, kommen wir mal zurück zu der Ganztagsschule an sich, bevor wir um das Wie kriegen wir das hingehen. Wir haben der Vorteil für die Eltern, Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Was ist der Vorteil für die Kinder? Ja, und das ist genau unsere Frage. Weil es darf ja nicht nur der Betreuungsaspekt im Vordergrund stehen, sondern wir müssen ja auch den Qualitätsaspekt im Vordergrund stehen. Das ist uns natürlich ungemein wichtig. Ich finde es immer spannend, dahin zu schauen, wie sehr sich die Kindheit generell verändert hat. Also ich selbst, Vater von 3 Kindern, 2 davon gehen schon zur Schule, der eine zur Grundschule, der andere auch weiterführende Schule. Früher war es so, man ist um 12 Uhr, ich sage jetzt mal ganz klassisch nach Hause gekommen, nach Mama gewartet, mit dem Mittagessen hat man Hausaufgaben gemacht. Heute um 12 Uhr spielt sich da aber nichts mehr ab auf den Straßen, sondern wir sind hier in Lübeck zumindest im offenen Ganztag. Das heißt, es hat sich viel in puncto Freizeitgestaltung an die Schulen verlagert. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass man guckt, wie ist denn die Qualität der Angebote, also der offene Ganztag oder generell der Ganztag an sich hat ja den riesen Charme, dass man, oder Potenzial vielmehr, das riesen Potenzial, dass man unglaublich viel machen könnte im Sinne von Hobbys dort ausleben, Hausaufgaben dort erledigen und vor allem auch mit Freunden spielen. Dafür braucht es aber bestimmte Ressourcen, über die wir dann gleich sicherlich noch sprechen werden. Und die sind noch nicht in der Fülle gegeben, wie sie inzwischen sind. Können Sie dann die Erfolge, also für die Kinder auch ein Stück weit messen? Also was man in den letzten Jahren gemessen hat, ist auf jeden Fall der schulische Erfolg. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen von wegkommen. Also das zeigen Studien schon, dass die schulischen Leistungen durch den offenen Ganztag nicht besser werden. Aber das ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz. Also habe ich in der DGP-Studie gelesen. Das ist vielleicht auch nicht der Ansatz, dass wir immer so leistungsorientiert denken müssen. Was sich allerdings schon verbessert hat, das ist so der sozio-emotionale Bereich. Also da die Kinder auch im Nachmittagsbereich ihre Freundschaften vertiefen können, da ist natürlich eine wunderbare Plattform, um miteinander in den Kontakt zu kommen. Also das ist ein Riesenfeld für den offenen Ganztag. Hängt das auch? Geht es auch ein bisschen von dem Bedarf des Kindes und eine besondere Förderung auch? Ja, einige Kinder, die können sich gut organisieren, aber andere haben eben vielleicht auch noch einen bestimmten Bedarf. Und das kann auch in der ganzen Schule, bin ich fest davon überzeugt, kann dort unterstützt werden mit entsprechenden Ressourcen. Liebe Gäste, für alle, die uns gerade zuschauen, zuhören, Sie können mitmachen. Ich freue mich, wenn Sie uns aktiv Ihre Fragen oder Ihre Anmerkungen mitteilen über die Chat-Funktion. Können Sie jederzeit reinschreiben. Ich lese dann Ihre Anmerkungen und Ihre Fragen vor. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich Sie nochmal dazu aufmuntern möchte, mitzudiskutieren. Und solange Sie nicht mitdiskutieren, stelle ich einfach meine Fragen weiter. Haben Sie denn ein bestimmtes pädagogisches Konzept hinter Ihren Ganztagsschulen oder überlassen Sie das Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Also vielleicht fange ich mal an, so von dem Konzept Ganztag an Schule. Was wir uns vorstellen, wir sagen einmal, es muss ein verlässliches Betreuungs-, also es gibt einen gewissen Rahmen, das ist einmal die verlässliche Betreuungszeit, die abgedeckt wird, aber auch einen gewissen Fachkräfteschlüssel, der dahinter steckt und auch wichtig, ein gemeinsames pädagogisches Konzept, weil es geht uns eben darum, dass die Verzahnung zwischen Vor- und Nachmittag gewährleistet ist. Und dazu ist es wichtig, dass Vormittag und Nachmittag zum Beispiel gemeinsame pädagogische Leitziele haben. Und das muss aber jede Schule für sich gestalten. Also es gibt eine Art Basics, was muss eigentlich erfüllt sein, also was für eine gemeinsamen Ziele haben wir, wie wollen wir die umsetzen, wie wollen wir auch miteinander kooperieren, weil wir sind ja zwei Partner, einmal
die Lehrer, die Lehrkräfte und dann diese Feuerinnen, das pädagogische Fachpersonal. Und wir wollen ja eigentlich ein multiprofessionelles Team. Und das muss miteinander abgestimmt sein, weil es geht um dieselben Kinder. Also die, die im Vormittag da sind und die im Nachmittag da sind. Und nur wenn das zusammen wirkt, haben wir auch einen guten Erfolg. Und deswegen, also es muss auch eine, ein pädagogisches gemeinsames Konzept geben. Und dieses Konzept soll auch immer mit Zielsetzung weiterentwickelt werden. Und das ist so der Ansatz, den in den Lübecker Schulen umgesetzt werden soll, im Grundschulbereich. Von Ganztagsschule. Wie hoch ist Ihr Fachkräfteschlüssel? Wir haben 1:20 für die regulären Gruppen und wir haben dann noch ein Modul Ganztag Plus, wo wir sagen, das ist für so die Kinder, die einen speziellen Bedarf haben, also wo wir vielleicht noch einen gewissen Schulraum haben, also wo noch mehr pädagogisches Personal hintersteht, nämlich das wären dann 15:2 Fachkräfte. Mhm. Ich lese mal Fragen unserer Gäste vor. Die erste Frage lautet, wie können Kinder in der Ganztagsbetreuung spezielle Hilfen wahrnehmen? Zum Beispiel Förderung in einer teilstationären Einrichtung, Tagesgruppe. Und die zweite Frage, die kommt, die lese ich Ihnen auch gleich mit vor. Wann endet es am Nachmittag die Schule? Habe ich das richtig verstanden, dass Sie das Angebot nur an 3 Tagen besteht? 5 Tage. 5 Tage. Genau. Und dann von Schulstandort zu Schulstandort unterschiedlich. Also es gibt Schulstandorte, wo man Module wählen kann, bis 14, bis 15 oder bis 16 Uhr. Es gibt aber auch durchaus Schulstandorte, die bieten nur bis 16 Uhr an. Also da ist alles möglich. Aber in der Regel bis 16 Uhr, also eine 40-Stunden-Woche, die ist möglich. Mit an den meisten Standorten auch in einer Frühbetreuung. Also das ist vorgegeben. Alles klar. Dann die erste Frage, die war, wie ist die Förderung zum Beispiel in einer teilstationären Einrichtung in der Tagesgruppe möglich oder spezielle andere Angebote? Da haben wir natürlich auch Tagesgruppen, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch nochmal an nicht allen Standorten, aber an speziellen Standorten die sogenannte soziale Gruppe. Und dort werden, also ist die Möglichkeit, das ist direkt an Schule angesiedelt auch, aber im Zusammenwirken mit den Kolleginnen des Jugendamtes, dass man die Möglichkeit hat, dass Kinder dort noch speziell betreut werden. Aber das wäre dann eben eine Hilfe nach dem SGB 8. Sonst haben wir die Tagesgruppen in Lübeck tatsächlich an anderen Stellen, also in der Nähe von Schule vielleicht, aber da ist dann eben eine Zusammenarbeit gewünscht. Wie ist denn, können Sie uns darstellen, wie ist denn die Verzahnung mit Kinder- und Jugendhilfe? Ich meine, es gibt ja auch sehr, sehr viele Angebote in so einer Kommune direkt von der Jugendhilfe. Kommen die dann, oder auch Vereine, also kommen die dann in ihre Einrichtungen rein oder gehen die Kinder anschließend? Dann wären das ziemlich lange Tage für ihre Kinder. Wie ist da die Verzahnung? Also der Wunsch ist natürlich, dass Kooperationspartner Nachmittagsangebote machen. Und vor allem natürlich Vereine oder diejenigen, die dann auch im gleichen Sozialraum sind. Das ist ja das Gute, finde ich, an Ganztagsschule, dass man mit diesen Angeboten Interesse wecken kann und gleich dann auch im Anschluss weiter in einem Verein tätig ist. Wir haben natürlich eine Schwierigkeit, also wenn Kinder von Unterrichtsende, also um die Mittagszeit bis 16 Uhr in der Betreuung sind und dann zum Beispiel Trainer vom Sportverein zu bekommen. Ich kenne jetzt keinen Schulstand in Lübeck, Standort in Lübeck, wo es nicht so ist, dass es wenigstens ein Angebot mit dem Verein gemacht wird, aber die Vereine beklagen schon, dass es eben schwierig ist, Trainer zu finden und die brauchen wir natürlich. Also, das wäre sehr wünschenswert, weil ich glaube, das ist eine gute Kombination. Also die Vereine mit zusammen als Kooperationspartner in offener Ganztagsschule. Das macht eigentlich auch ganz viel aus. Wobei man sagen muss, das war ganz zu Anfang dieser offenen Ganztagsentwicklung auch eine große Sorge von Vereinen, ich glaube bundesweit, dass die so Angst hatten, der offene Ganztag nimmt uns vielleicht nachher die Kinder weg. Tatsächlich muss man aber sagen, genau wie Frau Huber das schon angeführt hat,
viel passiert auch nach dem offenen Ganztag, weil die Trainer arbeiten tagsüber, kommen von der Arbeit und können dann ihr Training ehrenamtlich an aller Regel anbieten. Das heißt, viel passiert dann auch nochmal um 18 Uhr zum Beispiel. Also das funktioniert weiterhin wunderbar. Die Vereine haben keinen Mitgliederschutz. Das kann man auch ganz klar sagen. Und wir versuchen natürlich zeitgleich möglichst professionelle Angebote im frühen Nachmittagsbereich, also bis 16 Uhr, anbieten zu können. Und das machen wir mit Trainern, die entweder A, schon Zeit haben oder eben auch Mitarbeitern, die auch mal in der Fitness AG etc. leiten können. Also da ist vieles. Einer der Kritikpunkte, den man immer wieder hört bei Ganztagsschuleinrichtungen ist, wir nehmen den Kindern Zeit zum Träumen, Zeit einfach für die Kindheit. Also dieses klassische, früher waren viel mehr Kinder auf den Spielplätzen, auf dem Fahrrad unterwegs, haben ihren Sozialraum erkundet und jetzt werden sie aus dem Sozialraum raus organisiert und sind dann immer woanders und immer werden bespielt und bespaßt. Und wir wissen ja aus manchen Bereichen der Pädagogik, eine gewisse Langeweile dient auch der Kreativität. Ist das so? Nehmen wir den Kindern ihre verträumte Kindheit weg, weil wir sie alle wegorganisieren in ihrer Infrastruktur? Ich weiß nicht. Frau Rieber schüttelt ein bisschen den Kopf. Ich würde sagen, ja. Aber genau diese Frage muss man sich erstellen, um dann zu gucken, wie kann denn die gute Lösung sein? Weil wir haben einfach die gesellschaftliche Entwicklung, dass heutzutage immer an Umbauarbeiten sind. Das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Die Betreuungsmöglichkeiten müssen gegeben sein. Und dann sich genau zu überlegen, dass man eben nicht von 8 bis 16 Uhr durchstrukturiert ist, sondern dann auch sagt, also ab einer gewissen Uhrzeit gibt es dann auch mal kein Kursangebot, sondern es gibt Freistunden für die Kinder, wo sie idealerweise ohne Aufsicht und pädagogischen Fachkräften, das ist aufsichtsmäßig natürlich auch immer sehr spannend, aber wo man eben nicht der Pädagoge daneben steht, sondern die Kinder auf dem Schulwald etc. Unbeobachtet spielen dürfen. Also sowas muss es auch geben. Ich hoffe das auch. Also dass sowas. Das heißt, Sie haben auch Snoozy-Räume. Genau, oder draußen im Schulhof, auf dem Schulhof, dass es Nischen gibt oder so, diese Freiräume, die müssen sein, die gehören zum Aufwachsen dazu. Man muss sich da auch explorieren als Kind und nicht immer unter der mit dem Angebot und vorstrukturiert und so. Also Aber das ist ja der große Charme des offenen Ganztags. Also wir haben ja verschiedene Angebote über die Woche und über den Tag verteilt. Und da können die Kinder dann, wenn es gut läuft, punktgenau aussuchen, worauf habe ich gerade Lust. Weil wir ticken alle komplett unterschiedlich. Auch die Kinder sind einfach alle so unterschiedlich, dass wir kein Einheitsangebot schaffen können, sondern die einen haben Lust auf ein sportliches Angebot, die brauchen Beschäftigung und die anderen sagen, mir reicht es, aber ich ziehe mich zurück. Wir haben an einer offenen Ganztagsschule Tipis stehen, also so kleine Zelte, wo sie sich wirklich mal zurückziehen können, wenn sie mal wirklich für sich alleine sein wollen. Also auch Snoozy-Räume, also so Ruheräume haben wir geschaffen für Kinder, die einfach mal eine halbe Stunde Zeit für sich alleine benötigen. Also sowas muss es auch geben am offenen Ganztag. Haben Sie denn auch so etwas wie ein Sozialraumkonzept, wo Stadtteile zum Beispiel mit in die Arbeit eingebunden werden oder andersrum? Also die Kinder mit in der Stadtteilarbeit mit. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Also nicht nur dieses, wir gehen gemeinsam die Region erkundigen, sondern wir gehen vielleicht gemeinsam auch in ein, was in Corona-Zeiten natürlich niemals stattfinden würde, aber wir gehen gemeinsam zu älteren Menschen und lesen ihnen was vor oder basteln was für sie oder kochen gemeinsam oder so etwas. Was gibt es auch? Und ich war ja gerade vorgestern eben in der Schule hier auf Falkenfeld, wo der Kinderschutzbundträger ist. Und da gibt es auch diese Kulturveranstaltung. Vielleicht erzählen Sie mal, das ist auch eine tolle Möglichkeit, wie man Stadtteil erkunden kann. Also unser Kulturprojekt hat genau das zum Ansatz. Unsere Kinder kommen häufig aus dem Stadtteil nicht raus und fahren dann einmal in der Woche zu bekannten Institutionen. Das heißt, kann das Museum sein, kann aber auch einfach mal die Niederecker Cafeteria sein oder die Schiffschuhbahn auf dem Rathausplatz. Das ist da, wo es die leckeren Marzipan gibt, ne? Also für alle zu. Auch das. Aber es gibt auch interessante Fabriken oder wie sieht es bei uns beim Klärwerk eigentlich aus? Also das ist ja das Schöne, wenn man sagt, man kommt auf den Ganztag, wir haben ein paar Schüler, dann hat man fast überall Eintritt. Es ist also auch für den Betreuer unglaublich interessant, wo man dann überall so reingucken kann. Das können wir auch machen. Genau, sind Handys zugelassen in Ihren Ganztagsschulen?
muss es echt sagen, dass wir sie nicht hören können. Verstehe. Ich mache einfach mal mit Ihnen weiter. Eine Referentin haben wir ja noch bei Ihnen. Genau, ach, schon so schnell wieder. Also Sozialraum, Eltern, Kinder, Jugendhilfe, jetzt müssen wir ein bisschen drüber reden, die Kinder sind da ja nicht alleine. Und der Deutsche Städtetag redet davon, dass die Idee der Ganztagsschulen und auch der Ausbau ja ganz gut ist, aber woher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hernehmen, dass das sehr, sehr knappe Geschichte ist. Wie schaut das bei Ihnen aus? Weil bei einem Fachkräfteschlüssel 1:20 heißt es, dass Sie natürlich jede Menge neue Stellen damit schaffen, wenn Sie allen Kindern das anbieten möchten. Ja, und wir wünschen uns natürlich noch einen weitaus besseren Schlüssel, Personalschlüssel. Also idealerweise wäre eine Fachkraft in Relation von 1:10, da darf man zumindest von träumen. Wir hatten durch den Krippenausbau mehrere Offensiven von Fachkräftegewinnung, zum Beispiel auf Bundesebene, das Modellprojekt Mehr Männer und Frauen in Kitas. Da wurden dann über 5 Jahre hinweg Erzieher ausgebildet. Mhm. Dann das auch zumindest für ein Jahr auf Landesebene. Und genau das sind diese Projekte, die wir brauchen. Also wir können ja ungefähr absehen. Ich glaube, das war noch unter der Christina Schröder, die das Programm damals gemacht hat im Verbund mit dem Jahr. Genau. Und wir können absehen, dass wir nochmal einen ähnlich hohen Bedarf an Personal brauchen, pädagogischen Fachkräften. Also zum einen wird es ohne Quereinstiegsmodelle definitiv nicht geben. Dann wird die andere Überlegung sein, inwiefern können wir Bestandspersonal, die sozial erfahren sind, also schon seit Jahren auch gedient haben auf dem Ganztag, wie kann man die weiterqualifizieren, weil die wollen wir unbedingt halten. Wie kann man vielleicht auch Quereinsteiger mit reinbringen, die eine Profession haben, die jetzt nicht unbedingt pädagogisch ist, aber trotzdem sinnvoll für uns sein könnte. Ich sage jetzt mal vielleicht ein Ergotherapeut. Kann aber auch der Tischler sein, der nachher mit den Kindern einen entsprechenden Handwerkskurs macht. Also, oder der Musiker, der mit den Kindern Musikunterricht macht. Da ist ja unwahrscheinlich viel möglich, aber so multiprofessionelle Teams. Mhm. Aber wir werden also zum einen nicht da drumherum kommen, wenn es diesen Rechtsanspruch 2025 geben wird, viel mehr Fachkräfte auszubilden. Und zum anderen wäre es für uns natürlich wünschenswert, wenn sich die Ausbildung nochmal verändert, weil der offene Ganztag immer noch zu randständig betrachtet wird. Meistens richtet sich die Erzieherausbildung immer noch an Erzieher, die nachher in die Kita wollen. Und gleichermaßen aber auch die Lehrerausbildung sich reformieren müsste, weil auch Grundschullehrer im Prinzip in aller Regel mit dem offenen Ganztag kaum Berührungspunkte haben, bis sie dann an die Schule kommen und dort sehen, aha, da gibt es ja noch was anderes, den offenen Ganztag. Und wenn wir da so eine Ebene reinbringen wollen, die, sag ich mal, mit einer wissenschaftlichen Qualifikation einhergeht, dann geht das nur, wenn es an den entsprechenden Fachschulen auch rechtzeitig vermittelt wird. Mhm. Womit machen Sie den Job attraktiv für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ihr Geheimnis? Jetzt hören ganz viele Leute zu, also. Ja, also ich glaube, man muss sich heutzutage generell als Arbeitgeber viel einfallen lassen, um Mitarbeiter an den Träger zu binden. Das ganz Wesentliche ist natürlich, also wie gehen wir miteinander um und wie ist das Gehalt, Fortbildungsmöglichkeiten etc. Aber ich finde es insofern eine ganz spannende Frage, als der offene Ganztag immer noch, also gut, dass Sie sagen, ein großes Problem hat. Wir haben da häufig nicht genügend Stunden für das Personal zur Verfügung. Das heißt, eine Erzieherin im Kita-Bereich kann, wenn sie möchte, Vollzeit arbeiten. Im Nachmittagsbereich haben wir dann vielleicht 23 Stunden zur Verfügung. Manchmal können wir uns hier in Lübeck zumindest gut damit helfen, dass die Kollegen noch Schulkindbegleitung im Vormittagsbereich machen, also Integrationshilfe leisten. Da sind aber, weiß Gott nicht, genug Stellen für alle Mitarbeiter vorhanden. Das heißt, wir haben viele Mitarbeiter in dem Bereich, die im finanziellen Prekariat beschäftigt sind. Wir haben Gott sei Dank eine Menge Mitarbeiter, die sagen, nein, 20 Stunden, das reicht mir komplett aus. Okay. Wir haben aber auch schon viele Mitarbeiter verloren, die gesagt haben, nein, wir brauchen eine Vollzeitstelle, es macht mir total Spaß, ich liebe diese Arbeit mit den Schulkindern, aber ich brauche einfach eine Stelle, die mehr Stunden hat.
Das heißt, erst recht sich Gedanken darüber machen, wie verzahnt das Arbeiten mit der Schule vormittags, nachmittags zum Beispiel funktionieren könnte. Eine Frage. Das ist eine große Herausforderung, das zu schaffen. Also, ich meine, es gibt ja durchaus Schulen, die auch damit arbeiten, dass sie Schulassistenz haben. Ja. Also Leute, die zum Beispiel vertieftes Unterricht oder spezielles Unterricht oder Förderunterricht zusätzlich noch geben, wo man Kleingruppenarbeit mit einbaut oder so. Vielleicht sind das ja, also die skandinavischen Staaten laufen, glaube ich, weitgehend damit. Eine Frage aus unserem Chat. Müssen die Kinder Ganztagsbetreuung wählen oder können sich Eltern dagegen entscheiden? Das können sie. Das ist ein freiwilliges Angebot, wie man möchte. Das ist ein offener Ganztag. Der offene Ganztag steht allen offen, ist aber nicht der Pflicht. Der gebundene Ganztag, da wenn man sich an so einer Schule anmeldet, dann muss man auch an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen. Gibt es denn Schulen, wo der offene und der gebundene Ganztag miteinander gleichzeitig stattfinden? Also wir haben in Bayern zum Beispiel Schulen, wo ein oder zwei Züge, Klassenzüge in der gebundenen Ganztagsschule sind und für alle anderen Kinder gibt es Fort- oder Nachmittagsbetreuung als Alternative. Nein, also im Grundschulbereich haben wir keine gebundenen Ganztagsmodelle. Okay. Und was halten Sie von diesen Mischmodellen, die es gibt? Sind das noch Experimente oder? Also, oder ist es die bayerische Version? Ich wüsste jetzt gar nicht, ob wir das auch noch in Schleswig-Holstein, ob es in anderen Kommunen so ist. Also ich würde jetzt mal sagen, also mir ist nicht bekannt, so dass wie viele Modelle sind. Aber das wird die Hauptfrage nachher sein. Also werden wir uns mit dem Rechtsanspruch auf eine Nachmittagsbetreuung auseinandersetzen, dann ist das ja genau der Knackpunkt. Für was für eine Qualität und für was für ein Modell wollen wir uns entscheiden? Wollen wir eher die gebundene Ganztagsschule forcieren oder die offene Ganztagsschule? Und das kann natürlich nur jedes Land am Ende für sich entscheiden und immer schauen, wie weit sind die Strukturen eigentlich schon vor Ort. Also wie gesagt, hier in Schleswig-Holstein haben wir schon sehr gesetzte Strukturen im offenen Ganztag. Da müsste man sich also eher überlegen, wie kriegen wir diese Strukturen noch und die Verbindung zwischen Vor- und Nachmittag so weit hin, dass wir eine gute Qualität für die Kinder anbieten können. Ich stelle jetzt mal die Frage an die Koordinatorin der Kommune. Es gibt heute eine AFP-Meldung vom Deutschen Städtetag und dort sagt der Geschäftsführer, Hauptgeschäftsführer, Debbie heißt er, ein Rechtsanspruch, der über die Köpfe der Kommunen hinweg beschlossen wird, ist auf tönernen Füßen. Er sagt, wir brauchen einen realistischen Zeitplan, genügend Finanzmittel, eine Ausbildungsoffensive für pädagogisches Personal. Das sind die drei Bedingungen. Und abgesehen davon sagte, 2 Milliarden, die die Bundesregierung zur Verfügung stellt, reichen vorne und hinten nicht. Jetzt investieren wir sie ja schon vor Ort. Wie haben Sie Ihre politischen Kräfte davon überzeugt, dass man Geld in die Hand nimmt und dieses Geld auch dort investiert? Wir haben ganz klar gesagt, oder wir haben den Trend erkannt, dass der Bedarf da ist an Schul-Kind-Betreuung und haben das und zwar an Schule und haben dann gesagt, der Politik quasi das Konzept vorgestellt, ganz klar an Schule. Und damit ist es dann gelungen, auch die entsprechenden Mittel bereitzustellen. Und es ist aber tatsächlich die große Frage, wenn der Rechtsanspruch kommt und es auch klarer wird, was das beinhaltet, was dann noch auf die Kommunen an Finanzmittel zuläuft. Also das ist für uns jetzt, also eine grobe Erschätzung wäre auch, dass das nicht ausreicht, was im Moment im Gespräch ist. Jetzt würde ich natürlich wahnsinnig gerne nachfragen, was Ihr Kämmerer dazu sagt, was Sie so kosten. Haben Sie denn Zahlen, was in Lübeck dafür in die Hand genommen wird? Also wir haben ungefähr, das sind 5 bis 6 Millionen, die dann im Jahr ausgegeben werden für Ganztagsschule. Aber doch durchaus eine stolze Summe für eine Kommune, die das zusätzlich noch zahlt. Eine Frage aus dem Chat für Sie. Würden Sie sagen, Ganztagsschule ist ein gutes Mittel, um Chancengleichheit herzustellen, weil zum Beispiel nicht mehr Geldbeutel des Elternhauses über Nachhilfemöglichkeiten entscheidet? Ich
Stichwort Schaffung von Chancengerechtigkeit durch Ganztagsschule. Also das wäre schön, wenn wir irgendwann dahin kommen. Und das ist ja genau das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, was wir aktuell noch nicht sehen können. Also Chancengleichheit würde ja dann für mich zumindest bedeuten, ich hätte die Möglichkeiten, den Kindern, den einzelnen Kindern individuell Fördermöglichkeiten mit an die Hand zu geben. Und das bedarf eines ganz anderen Terminalschlüssels, wie wir ihn jetzt gerade haben. Also wenn wir irgendwann dahin kommen, 1:10, dann können wir sicherlich auch, sag ich mal, in kleineren Gruppen, Arbeitsgruppen, Vertiefungsangebote machen. Wobei ich auch sagen möchte, sicherlich macht es viel mehr Sinn, dann darüber nachzudenken, die Lehrkräfte vermehrt in den Nachmittagsbereich mit hineinzuholen, weil die sind natürlich von ihrer Ausbildung her viel geeignet, um zum Beispiel Hausaufgaben Nachhilfe anbieten zu können. Das haben wir noch nicht. Also es müsste eher in diese Richtung sein. Heißt das, dass Sie auch Kinder haben, die womöglich bei Ihnen sind und dann noch zusätzlich Nachhilfe in Anspruch nehmen? Ja, unbedingt. Ja, also ich persönlich finde ja, das ist eigentlich auch die Aufgabe einer guten Schule und einer guten Förderung in der Schule, dass wir das nicht nochmal zusätzlich finanzieren müssten. Das heißt aber, wenn in der Schlussfolgerung, dass wenn so etwas wie ein Rechtsanspruch kommt, müssten auch Standards mit festgeschrieben werden, damit es nicht total unterschiedlich ausfällt von der Qualität her. Ja, das wäre schön. Genau, ja. Aber das, wie das kommen wird, das kann man nicht sagen. Also wenn man das jetzt vergleicht mit dem Gute-Kita-Gesetz, was da gerade verabschiedet worden ist, ich kann mir vorstellen, dass es ähnliche Formen annehmen wird im Ganztag. Dann wird es heißen, liebe Länder, es gibt eine bestimmte Summe X, legt uns mal ein Konzept vor, in dem ihr aber festlegt, welche Bestandteile der Qualität für euch besonders gut sind. Meine Spekulation wäre, dass es in so eine Richtung geht und dass jedes Land dann also für sich gucken kann, wo stehen wir schon und wo wollen wir also mit diesen Mitteln aufstocken. Der berühmte Föderalismus? Richtig, genau. Ja, da ist, wobei es ja dann zwei Möglichkeiten gibt, also wir könnten durchaus Standards, wenn es eine Bildungseinrichtung ist, kann man das natürlich über die Kultusminister festschreiben. Wenn wir bundeseinheitliche Standards wollen, könnten wir über Kinder- und Jugendhilfegesetz, also SGB 8, gehen und dort ausformulieren, mit dem Rechtsanspruch geht einher, Personalschlüssel, Qualität, bis hin zu pädagogischen Konzepten, die ich aber wiederum persönlich nicht gerne vorschreiben würde, weil das die Diversität das ja auch ausmacht. Aber Eckpunkte könnte man durchaus reinschreiben. Würden Sie denn so etwas gut finden? Ja, definitiv, ja. Das sollte, also in meinen Augen sollte das damit verbunden sein, dass diese Rahmenbedingungen oder die sogenannten Eckpunkte, dass die dann festgelegt sind. Zahlen bei Ihnen die Eltern eigentlich etwas? Ja. Ja. Was kostet das? Also ein Platz bis 16 Uhr zum Beispiel, das ist ja die spannende Frage, der kostet 120 Euro. Dann kommt mit mal, Mittagessen? Nee, oder? Dann kommt mal das Mittagessen dazu, das ist in unserem Fall zum Beispiel 60 Euro. Das heißt, pro Monat haben wir immer noch eine Betreuungskosten von 180 Euro. Und wenn dann die Kinder nachmittaglich noch im Verein gehen, kommen bestimmt auch noch mal pro Jahr zwischen 300 und 1000 Euro, je nachdem, was man in der Freizeit noch so macht. Dann kommen noch weitere Lernmittel dazu, wie die Kind braucht eine neue Federtasche, eine neue Mappe, eine Klassenfahrt steht an, auch da sind wir schnell bei 1000 Euro. Das heißt, trotz Lernmittelfreiheit haben wir weitere zusätzliche Kosten für Eltern im Schulbereich von bis zu 4000 Euro pro Jahr. Das ist schon ordentlich. Gerade wenn man das vergleicht mit dem gebundenen Ganztag, der kostenfrei ist. Mittagessen vielleicht noch. Mittagessen, genau, ja, genau. Mhm. Natürlich auch die anderen Kosten, Freizeit, das ist natürlich da auch. Ich muss aber einmal einhaken, natürlich haben wir auch eine Sozialstaffel. Genau. Und wir haben auch eine Geschwisterermäßigung. Ja. Von daher ist es eben auch möglich, diese Kosten, dass die noch ein bisschen ermäßigt werden. Noch eine Frage aus dem Blickwinkel der Eltern. Könnten Sie sich jetzt zum Beispiel auch entscheiden, mein Kind kommt nur 3 Tage, weil es die 2 anderen Tage woanders ist, in dem Verein, oder ich bin zu Hause 2 Tage die Woche und möchte auch mein Kind sehen? Also da sind Sie. Genau, wir haben 3 Modelle, damit ist es auch sich irgendwo abgebildet. Das wären einmal täglich bis 16 Uhr, dann kann man noch wählen täglich bis 14 Uhr, man kann wählen täglich bis 15 Uhr, aber man kann auch 3 Tage die Woche wählen.
Also das sind so die Grundmodelle und dann kann man aber auch, und das macht ja wieder Ganztagsschule aus, und man könnte auch sich für einzelne AG-Angebote nur anmelden. Ne? Also wenn Sie sagen, so, ich möchte gerne, dass mein Kind nur einmal in der Woche zum Fußballspielen kommt, dann ist das durchaus auch möglich. Oder eben an zwei Tagen AG-Angebot war. Aber das hat ja nichts mehr mit dieser verlässlichen Betreuung zu tun. Also das ist für uns immer so eine Unterscheidung. Das eine ist dieses Kontaktpaket und das andere ist, ja, das ist auch möglich, also es ist sehr viel Vielfalt. Und ich als Elternteil oder die Elternteile können dann entscheiden, was möchte das Kind gerne oder was möchten wir gerne. Gut, also kann ich mir auch gut vorstellen. Also die Flexibilität ist ja auch ein Gewinn, auch gesellschaftlich finde ich es ein Gewinn. Jetzt haben wir geredet über Verzahnung, Ganztagsschule, Sozialraum, Jugendhilfe, Vereine in die Schule hinein. Wie ist denn die Verzahnung zu den Eltern? Machen Sie auch Elternarbeit? Also es wird mit zunehmendem Alter der Kinder weniger. Also in der Kita ist es noch weitaus mehr. Und dann haben wir auf einem Ganztag die Situation, dass wir dass die Eltern vormittags ja schon in der Schule engagiert sind, häufig als Elternsprecher für Feste etc. Und wir merken, das Interesse der Eltern lässt nach im Nachmittagsbereich. Also wir laden natürlich regelmäßig zu Elternabenden etc. ein, aber dann kommt von 100 geladenen Eltern vielleicht, wenn wir Glück haben, auch mal 10 nur. Und das heißt, man merkt für die Eltern, der Schwerpunkt liegt wirklich im Vorbereitungsbereich. Naja, wir als Eltern lieben Elternabende ja auch nicht so ganz besonders. Absolut. Also jeder von uns hat schon mal ein Elternabendtrauma hinter sich gebracht, oder? Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Genau. Also wir stellen schon vor, auch Eltern mit einzubeziehen und wir haben jetzt vor, auch eine Elternzufriedenheitsabfrage mal für alle Einrichtungen auf den Weg zu bringen, weil uns das auch schon wichtig ist, Bedarfe und wo drückt es vielleicht, wo können wir noch besser werden, wo können wir uns weiterentwickeln. Und da bin ich schon mal gespannt. Ja, das haben wir vor ungefähr 5 Jahren hier schon mal gemacht. Und es gibt aber auch bundesweite Untersuchungen dazu. Und was man wirklich sagen kann, die Eltern sind mit dem Ganztag zufrieden. Die sind auch mit den Fachkräften zufrieden. Die sind mit dem Umfang des Ganztages zufrieden. Also generell kann man da sagen, ein ziemlich positives Bild von den Eltern. Ich meine, als Kinderschutzbund bemerken wir schon eine starke Verunsicherung auch in der Gesellschaft, dass immer mehr Eltern oftmals nicht unbedingt mit Geschwistern aufgewachsen sind, vieles auch nicht wissen und suchen nach Wegen, Antworten zu finden, wie gehen sie in einer bestimmten Erziehungssituation um und so. Daher frage ich nach dieser Elternarbeit, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Elternarbeit in Zukunft auch eine große Rolle spielen wird. Machen Sie denn Elternabende, wo man sich fortbilden könnte zum Beispiel oder wo sie direkt sich an die Erzieherinnen vor Ort wenden können? Wie geht's in meinem Kind in die Schule? Ich meine, die klassische Antwort, wie war es in der Schule? Gut, Punkt. Reicht ja manchmal nicht. Genau, was gab es zu essen? Nichts. Essen, da kommt immer als Antwort, was gab es zu essen? Essen. Ich sage mal, das machen wir als Träger, machen wir natürlich diverse Sachen für Eltern. Ich sage mal, in Richtung Grundschule, da läuft zum Beispiel unser Pubertätselternkurs enorm. Also da ist mal eine richtig gute Nachfrage. Aber das ist sozusagen, was neben der offenen Ganztagsschularbeit läuft. Also wie gesagt, im offenen Ganztag direkt, da ist das Engagement der Eltern, wie ich richtig gesagt habe, also da haben wir schon einen Elternabend von der Schule oder mehr im Jahr. Und jetzt kommt noch der offene Ganztag dazu. Das lässt wirklich starten. Also da liegt der Fokus der Eltern ganz klar im Vormittag. Eine Brücke, also wir haben auch die Sozialarbeit, also Elternarbeit oder Kontaktvermittler zur Schule hin, übernimmt häufig auch die Schulsozialarbeit vor Ort. Jetzt müsste ich eigentlich genau genommen nochmal fragen, wie läuft die Zusammenarbeit mit dem Hausmeister? Ist ja auch eine wichtige Person in der Zusammenarbeit. Der Chef, ne? Der Chef? Ja, ach, es ist wie überall. Es gibt super, also wirklich klasse Hausmeister, die uns in jeglicher erdenklicher Art und Weise unterstützen.
Und wenn es Fälle, wo man vielleicht auch ein zweites Mal nachfragen muss. Also da würde ich überhaupt nicht pauschalisieren wollen. Da gibt es super Leute und welche, da fragt man ein zweites Mal nach. Überall, also wie im wahren Leben. Und für diejenigen, die glauben, das sei eine irrelevante Frage, ist das leider nicht, weil es gibt auch manche Schulen, die deshalb auch nicht nachmittags aufmachen können, weil sie einfach den Hausmeister nicht an ihrer Seite haben und das hat ganz viel mit Haftung zu tun. Wann dürfen Kinder auf dem Schulhof, wann dürfen sie eine Sporthalle besuchen, wann dürfen sie die Räume betreten, das ist alles tatsächlich hier in Deutschland auch eine Frage der Haftung und da braucht man Bündnispartner. Gesamtgesellschaftlich. Sie haben, unsere Gäste haben, hätten jetzt nochmal die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen, wenn sie Fragen haben. Wenn nicht, kommen wir langsam dem Ende zu und ich stelle meinen Gästen immer auch das Angebot, haben Sie denn Fragen an mich, die ich für Sie beantworten kann? Ja, also was mich natürlich interessiert, also von meiner Seite zumindest aus, ist das ja ein Riesenfeld, dieser Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Und gibt es von Seiten des Bundesverbandes, gibt es da Anzeichen, sich da auch nochmal politisch zu positionieren? Also ich denke, dass der Verband da eigentlich relativ klar sich dafür ausgesprochen hat und auch aussprechen will, dass wir Ganztagsschulen, in welcher Form auch immer, wir sind in einem föderalen System, das wissen Sie, 16 Bundesländer und darunter ganz, ganz viele Kommunen, 1180 Kommunen, glaube ich, oder 48, Entschuldigung, und verschiedene Modelle der Schulen, aber dass diese Ganztagsschule schon für uns ein wichtiger Baustein ist, auch der Bildungsgerechtigkeit. Jetzt sagen Sie natürlich, wenn die Qualität stimmt, geht das auch mit der Gerechtigkeit, sonst nicht. Das unterstreiche ich, aber wichtig ist, dass wir sie dann noch anbieten. Also weil die Erfahrung zeigt doch, dass die Kinder meistens davon profitieren. Und die Kinder, die aus den schwierigsten Familienverhältnissen kommen, beengte Wohnverhältnisse zum Beispiel, Kinder von Alleinerziehenden, die profitieren auch Migrantenkinder, deutsche Sprache erlernen zum Beispiel, die profitieren unbedingt von diesen Betreuungsformen, weil das ist ja auch eine Phase der Integration. Also man lernt ja Sprache nicht nur im Deutschunterricht, sondern vor allem durch Anwenden und Sprechen mit anderen Kindern. Mhm. Ich bin das beste Beispiel dafür übrigens. Ich habe das meiste von meinem Deutsch von gleichaltrigen Kindern damals kennengelernt, als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich 8. Mhm. Und ich habe deshalb so rasend schnell gelernt, weil ich in einem Haus gewohnt habe mit 8 Mädels, alle in meinem Alter. Und ich glaube, für unsere Eltern war das ganz gruselig, diese 8 gruseligen Mädchen ständig im Haus rumrennen zu haben. Aber für mich war das ein Vorteil. Und von daher, ja, unbedingt. In der Unterschiedlichkeit, aber mit gleichen qualitativen hohen Standards. So würde ich das bezeichnen. Jetzt hat sich jemand im Chat angesprochen gefühlt und mir eine Frage gestellt. Frau Degges, ist das aus Ihrer Sicht der Vorteil der Ganztagsschule oder was sollte sie leisten? Tragen die Kosten nicht zu einer größeren Trennung zwischen Arm und Reich bei? Also die Kosten tragen dann zu einer Trennung von Arm und Reich bei, wenn wir die Kosten zu einer Bedingung machen. Wenn wir aber mit sozial gestaffelten Beiträgen eingehen, wenn wir sie sogar kostenlos machen womöglich, dann ist das eine Chance für alle. Und das ist ja, wie Sie gesagt haben, also es obliegt uns, Geld dafür zu nehmen oder auch nicht. Das ist eine politische Entscheidung am Ende und wie viel wir bereit sind, dafür zur Verfügung zu stellen. Und dafür braucht es eben Vertreterinnen und Vertreter in den Kommunen, Bund und Land. Und ich persönlich finde, dass Bildung einfach die beste Investition ist, die wir unseren Kindern mit auf den Weg geben können, weil das ist für viele Kinder auch die einzige Chance des sozialen Aufstiegs. Und da komme ich wieder zurück auf meine eigene Biografie. Ohne gute Ausbildung würde ich nicht da sitzen, wo ich jetzt sitze, weil das halt meine Chance war. Und wenn wir mal dahin kämen, wo die persönliche Begabung eines Kindes darüber entscheidet, wo das Kind am Ende im Lebensweg landet und nicht das Elternhaus oder gar am schlimmsten das Einkommen des Elternhauses, dann wären wir einen ganz, ganz riesen Schritt weiter in Sachen Chancengerechtigkeit. Und dafür brauchen wir unsere Infrastrukturen und alle unsere sozialen Infrastrukturen, den Kindergarten, die Kinderkrippe, die guten Schulen und eben Nachmittagsbetreuung. Das ist meine Antwort. Aber ob der Verband ein Papier dazu geschrieben hat, müsste ich mich ehrlich gesagt selber erkundigen. Aber wenn nicht, komme ich auf Sie zurück.
Sehr gerne. Genau. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. War ein schönes Gespräch mit Ihnen. Hat viel Spaß gemacht, mir zumindest. Ich hoffe, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch. Und ich hoffe, Ihnen auch. Und ich freue mich schon, wenn ich mal in Lübeck bin, klopfe ich an Ihrer Tür. Unbedingt. Vielen Dank. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss, alles Gute.